Im Wesentlichen werden die gepanzerten Fahrzeuge in zwei Arten unterteilt: Panzerkraftfahrzeuge und Panzerkampfwagen. Die Panzerkraftwagen dienen aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit in erster Linie der Aufklärung. Sie sollen den Schutz motorisierter Verbände während des Marsches durchführen und in besonderen Fällen selbst die gesicherte Beförderung von Personen, Gerät oder Nachrichten übernehmen können. Panzerkampfwagen sind im Gegensatz hierzu reine Angriffswaffen. Die geforderte Waffenwirkung bedingt die besondere Betonung der Bewaffnung beim Fahrzeugbau. Das Fahrgestell muss das schnelle Erreichen günstiger Schussentfernungen ermöglichen und in Fahrt eine ruhige Feuerplattform abgeben. Beweglichkeit, Geschwindigkeit und Führungsmittel bestimmen neben der Panzerung und Bewaffnung den Wirkungsgrad der Kampfwagen in der Kriegsführung. Der Ausgang des Ersten Weltkrieges wurde maßgeblich durch die neu entstandene Panzerwaffe beeinflusst. Die Alliierten verfügten am Ende des Krieges über 6000 Panzer. Auf deutscher Seite standen ganze 20 Panzer dieser erdrückenden Übermacht hoffnungslos gegenüber. Die Panzerkampfwagen wurden während des Ersten Weltkrieges zur Unterstützung der Infanterie eingesetzt. Sie waren auf dem Gefechtsfeld an die langsamen Infanterieverbände gebunden und operierten mit diesen zu ihrem Schutz und zu ihrer artilleristischen Unterstützung. In der Massenverwendung gewannen die Panzer einen unheilvollen Einfluss auf den Ausgang der kriegerischen Ereignisse. Auf diesen praktischen Schlussfolgerungen basierend sah man auf alliierter Seite den Wirkungsgrad der Panzerwaffe in der Zukunft im Zusammenwirken mit den Infanterieverbänden. Im Versailler Diktat von 1919 wurde daher dem Deutschen Reich der Bau, der Besitz oder die Neukonstruktion von Panzerkampfwagen verboten. Die Alliierten waren der Überzeugung, dass ihre Panzer den Weltkrieg entschieden hatten und von solcher Gefährlichkeit waren, dass ihr Bau und ihre Verwendung den Deutschen niemals gestattet werden dürfe. Dem Deutschen Reich war nach dem Versailler Diktat ebenfalls der Bau von Flugzeugen untersagt. Kriegsschiffe durften nicht über 10.000 Tonnen liegen. Eine U-Boot-Waffe war gänzlich verboten. Großkalibrige Geschütze waren ebenfalls nicht gestattet. Was blieb, war im Grunde nichts. Trotz dieser Bestimmungen beschäftigte sich das deutsche Reichswehrministerium intensiver als die Alliierten mit der Weiterentwicklung und dem Aufbau einer Panzerwaffe. Die Zusammenarbeit mit der Roten Armee während der Weimarer Republik sah gegenseitige Ausbildungshilfen vor. Die Möglichkeit praktischer Erprobungen auf russischem Territorium bedeuteten einen unschätzbaren Vorteil. Gegen den Versailler Vertrag wurde mit dieser Regelung nicht verstoßen, denn die Tests wurden ja auf sowjetischem Hoheitsgebiet durchgeführt. Die Deutschen hatten im Zusammenwirken mit den Russen ein probates Mittel gefunden, die Bestimmungen zu umgehen. Dies als Vertragsbruch werten zu wollen, würde zu weit gehen, da das Versailler Pamphlet ohnehin nur auf einem alliierten Gebäude aus Lügen, Drohungen und zahlreichen Wortbrüchen bestand und seine Unterschriften durch Erpressung erzwungen worden waren. General Heinz Guderian, ein überragender Panzersachverständiger, entwickelte und definierte die künftigen Aufgaben der neu entstehenden Panzerwaffe entscheidend. Kampfpanzer können die Infanterie weder ersetzen noch ihren Kampfwert steigern. Ihre Leistungsfähigkeit innerhalb von Infanterieverbänden ist stark herabgemindert, da sie in Bezug auf ihre Geschwindigkeit durch die langsamen Truppenverbände erheblich eingeschränkt und gleichzeitig selbst durch Feindangriffe gefährdet sind. Panzer sind nur dann zur Höchstleistung befähigt, wenn die anderen Waffen, auf deren Hilfe sie immer angewiesen sein würden, in Bezug auf Geschwindigkeit und Geländegängigkeit mit ihnen auf die gleiche Höhe gebracht würden. Die Panzer müssen in diesem Verbund aller Waffenarten unbedingt absoluten Vorrang erhalten. Alle anderen Verbände haben sich an ihnen zu orientieren, sich nach den Panzern zu richten. Panzer dürfen keinesfalls in Infanteriedivisionen integriert werden. Es müssen eigenständige Panzerdivisionen gebildet werden, die alle Waffen enthalten, die die Panzer zu einem wirkungsvollen Kampf benötigen.
Sie müssen losgelöst von den eigenen Verbänden selbstständig operieren können. Am 15. Oktober 1935 entstand das 1. Panzerregiment der deutschen Wehrmacht. Dieser Tag war die Geburtsstunde der deutschen Panzerwaffe. Auf dem Reichsparteitag in Nürnberg im Jahre 1935 präsentierte sich die neue Panzerwaffe erstmals einer staunenden Öffentlichkeit im Rahmen einer groß angelegten Übung. Thank you.
von links nach rechts! Geschwindigkeit 50! Feuer auf mich! Was aber bedeutet der Begriff Panzerkrieg? Es war weit mehr als das Vorrollen im Zusammenwirken mit eigenen Infanteriekräften und das gegenseitige Abschießen der Panzerkampfwagen. Es war vor allem auch ein Krieg der Taktiker, Ingenieure und Konstrukteure. Es war das Ringen zwischen Angriff und Verteidigung auf dem Gefechtsfeld und schließlich auch der Kampf zwischen Quantität und Qualität. Technisches Verständnis, gründliche Ausbildung der Panzerfahrer und das Erlernen, wie man vorausschauende Führungsqualitäten entwickeln kann. Blitzschnelle und situationsbedingte Entscheidungen konnten das Leben einer Panzerbesatzung im richtigen Moment retten und entscheidend mithelfen, die Oberhand auf dem Gefechtsfeld zu erringen oder nur dazu beitragen, dass man den Feindpanzer zur Strecke brachte, bevor einem gleiches Schicksal ereilte. In Spanien tobte zwischen 1936 und 1939 ein blutiger Bürgerkrieg. Auf der einen Seite kämpften die Nationalspanier unter General Franco mit deutscher und italienischer Hilfe. Auf der anderen Seite stand die kommunistische Volksfrontregierung, welche von Stalin gefördert und mit zahlreichen Waffenlieferungen unterstützt wurde. In diesem spanischen Bürgerkrieg hatten die neuen deutschen Panzerkampfwagen ihre ersten Kampfeinsätze zu bestehen. Bereits im Jahr 1936 wurde deutsche Technik und deutsches Personal zu diesem Zweck nach Spanien gebracht. Das gesamte Unternehmen lief unter dem Codewort Feuerzauber. Der Deckname für die in der Nähe von Toledo untergebrachte deutsche Panzerabteilung lautete Drohne. Neben zahlreichen Kampfeinsätzen diente die Panzerabteilung, die bis 1939 Regimentsstärke erreichte, vor allem der Ausbildung einer neuen Generation von Panzerfahrern. Die Ausbildung an Flammenwerfern, Transportfahrzeugen und Panzerabwehrkanonen ergänzte die Kampf- und Übungseinsätze. Speziell eingerichtete Ausbildungslager boten hinreichende gute Ausbildungsmöglichkeiten. Die Gewinnung und Auswertung technischer und taktischer Erfahrungen mit den Panzerkampfwagen und mit den mit ihnen zusammenwirkenden Einheiten brachten wichtige Erkenntnisse hinsichtlich Materialbeschaffenheit, technischer Robustheiten und Geländegängigkeiten. Die weitere Entwicklung der deutschen Panzerwaffe wurde durch diese wertvollen Erfahrungen wesentlich zum Positiven beeinflusst.
Der in Spanien eingesetzte Panzerkampfwagen 1 hatte sich nicht sonderlich bewährt. Neben seiner geringen Leistungsfähigkeit wurde auch die Antriebsanlage bemängelt. Die Panzerung war insgesamt zu schwach, bot kaum Schutz vor dem Beschuss aus Infanteriewaffen. Handgranaten oder Dynamitladungen konnten die Boden- und Deckenpanzerung mühelos durchschlagen. Der Hauptmangel dieses Panzers jedoch war das Fehlen einer wirkungsvollen panzerbrechenden Kanone. Erst im späteren Verlauf des Zweiten Weltkrieges konnte man dieses Manko mit den Tigerpanzern wirklich beseitigen und eine allen Gegnern weit überlegene Waffe auf das Gefechtsfeld bringen. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs war die deutsche Panzerwaffe davon jedoch noch weit entfernt. Von den am 1. September 1939 zur Verfügung stehenden 3.396 Panzerkampfwagen verfügten nur 513 über eine Kanonenbewaffnung, 3,7 und 7,5 cm. In den einzelnen Panzerabteilungen stellten die mittleren Panzerkampfwagen mit ihrer Kanonenbewaffnung die wichtigste Kampfkraft dar. Nur sie waren in der Lage, gefährliche Ziele, Panzerabwehrgeschütze, Panzerkampfwagen, auf Entfernungen ab 900 Meter schnell und wirkungsvoll zu bekämpfen. Den harten Kern dieser Einheiten während des Polenfeldzuges bildeten die mittleren Panzerkampfwagen 3 und 4. Im Vormarsch nahmen unsere Soldaten alle polnischen Stellungen. Nach 3 Tagen waren sie bereits 100 Kilometer tief in polnisches Gebiet vorgedrungen und hatten damit trotz schlechtester Wegverhältnisse und dauernder Kämpfe Tagesleistungen von über 30 Kilometern vollbracht. Obwohl in allen Waffengattungen ein steter Mangel an allem herrschte, wurde dies in den Feldzügen gegen Polen, Norwegen, Dänemark, Belgien, Holland und Frankreich durch die exzellente Qualität der disziplinierten deutschen Soldaten mehr als wettgemacht. Musik.
Die Anwendung fortschrittlicher Techniken und hervorragend entwickelter strategischer Konzepte in der Führung der Heeresverbände ließ die deutsche Armee als strahlenden Sieger aus all diesen Konflikten hervorgehen. Trotz ihrer eklatanten militärischen Unterlegenheit an Zahl, Waffen und Ausrüstung. In den Jahren 1939-40 entstand der Begriff Blitzkrieg. Polen wurde in nur 27 Tagen niedergestreckt. An nur einem Tag wurden Norwegen und Dänemark unter deutsche Kontrolle gebracht. Ab dem 10. Mai 1940 wurden das britische Expeditionskorps und die französischen Armeen trotz ihrer großen materiellen und zahlenmäßigen Überlegenheit vernichtend geschlagen. Holland, Belgien und Luxemburg wurden im Vorbeigehen nebenher mitbesiegt. Das Resultat? Die Briten verließen Frankreich. Die Franzosen kapitulierten am 22. Juni 1940 in Compiègne und unterzeichneten das ihnen sehr wohlwollende deutsch-französische Waffenstillstandsabkommen. Die Auswertung der Kriegserfahrungen hinsichtlich der deutschen Panzerwaffe hatte Folgendes ergeben. Die Panzerung aller deutschen Panzerkampfwagen war zu schwach und bot selbst auf größere Entfernung keinen Schutz vor der Panzerabwehrartillerie. Dies hatte zu empfindlichen Verlusten geführt. Die Bewaffnung der deutschen Panzerkampfwagen war ebenfalls zu schwach und hatte in zahlreichen Gefechten mit französischen Panzern zu kritischen Situationen geführt. So mancher Verlust an Mensch und Material hätte vermieden werden können, wenn eine stärkere Kampfwagenkanone zur Verfügung gestanden wäre. Die mechanische Zuverlässigkeit ließ ebenfalls zu wünschen übrig und erforderte eine dringende und grundsätzliche Verbesserung, vor allem der Panzerkampfwagen 3 und 4. Dass die deutschen Verbände trotz dieser gravierenden Nachteile gegen einen stark überlegenen Gegner die Oberhand behielten und einen grandiosen taktischen und strategischen Sieg einfahren konnten, spricht für sich. Durch die Verstärkung der Panzerung erhoffte man sich eine beträchtliche Leistungssteigerung und erwartete zumindest für das kommende Kriegsjahr 1941 hinsichtlich der Ausstattung der Panzerkampfwagen besser gerüstet zu sein. Die vorgesehene Erhöhung der Anzahl der Panzerdivisionen ging mit dieser Entwicklung einher. Von den Panzerkampfwagen 3 waren 1940 ganze 895, von den Panzerkampfwagen 4 sogar nur 280 Stück hergestellt worden. Das reichte nicht aus. Um die Anzahl der Panzerdivisionen trotzdem erhöhen zu können, verringerte man die Sollstärken der Panzerkampfwagen in den einzelnen Divisionen. Die höhere Ausstattung der Panzerkampfwagen 3 sollte die geringere Gesamtzahl kompensieren helfen. Für die anstehenden Operationen auf dem Balkan wurden Anfang 1941 10 Panzerdivisionen bereitgestellt. Zahlreiche motorisierte ergänzende Verbände aller Art sollten die Kerntruppen unterstützen. Die Operation Marita zeigte, dass gepanzerte Großverbände auch unter den komplizierten geografischen Bedingungen in den Balkangebirgen durchaus wirkungsvoll zum Einsatz gebracht werden konnten. Die Bewältigung beschwerlicher Wegstrecken war häufig anstrengender als die anschließenden Kämpfe. Nun geht es wieder zur Stadt hinaus, weiter nach Westen. Auch der Nachschub ist bereits zur Stelle. Trotz der schweren Kämpfe und des schwierigen Geländes geht der Vormarsch planmäßig vonstatten. Thank you.
Deutsche Panzerkräfte verjagen mit Unterstützung der Luftwaffe den Rest der englischen Truppen vom Peloponnes. Nach dem Abschluss des Balkanfeldzuges, der mit der Besetzung Jugoslawiens und Griechenlands sein schnelles und erfolgreiches Ende gegen schlecht organisierte und kampfschwache Gegner fand, wurden die Panzerdivisionen entlang der deutsch-sowjetischen Demarkationslinie in ihre Bereitstellungsräume detachiert. Im Juni 1941 hatten sich im Osten allmählich 17 Panzerdivisionen mit motorisierten Infanteriedivisionen eingefunden, die in vier Panzergruppen zusammengefasst worden waren. Von den am 1. Juni 1941 insgesamt vorhandenen 5.639 Panzerkampfwagen waren im Osten 3.300 für die Operation Barbarossa abgestellt worden. Hinzu kamen noch 250 Sturmgeschütze und eine nicht genau genannte Anzahl Beutepanzer. Im Morgengrauen des 22. Juni 1941 begannen dann die deutschen Truppen ihren Präventivschlag gegen den sowjetischen Aggressor. Mit großer Wucht stießen die vier Panzergruppen in die Tiefe der sich selbst in Angriffsformationen aufgestellten Roten Armee und fügten dieser, aus genau diesem Grund, gigantische Verluste zu. Der Zeitpunkt des Angriffes traf die Sowjets, man könnte sagen auf dem falschen Fuß, aufgrund ihrer offensiven Ausrichtung im Moment größter Verwundbarkeit, deshalb so verheerend. Von Anfang an mussten die Kämpfe mit größter Härte geführt werden, was sich in den beträchtlich hohen Verlusten an Panzerkampfwagen widerspiegelte. Viele deutsche Panzer waren den in großer Zahl vorhandenen russischen Feldkanonen zum Opfer gefallen, auch wenn die Trefferquoten der Russen extrem schlecht waren. Die große Masse dieser Feldkanonen erbrachte eben doch den ein oder anderen Treffer. Die Sowjets, selbst damit beschäftigt, den unmittelbar bevorstehenden Angriff gegen die deutsche Ostgrenze vorzubereiten, wurden vom deutschen Präventivschlag völlig überrascht. Sie hatten nahezu ihr gesamtes Kriegsmaterial auf der rund 2000 Kilometer langen Demarkationslinie in vorderster Front direkt an der Grenze der vorher vereinbarten deutsch-sowjetischen Interessensphäre angriffsbereit aufgestellt und waren damit, militärisch gesehen, auf das Höchste verwundbar. Es kam nun darauf an, wer als Erster wie zuschlagen würde, um die stehenden Formationen zu durchbrechen. 171 sowjetische Divisionen standen zum Losschlagen bereit und warteten nur noch auf den Angriffsbefehl Stalins. Nachdem die deutsche Führung dies wenige Wochen vorher durch einen sowjetischen Überläufer, der die detaillierten Angriffspläne der Sowjets in Berlin auf den Tisch gelegt hatte, endgültig erkannte und nun über Gewissheit verfügte, war jedem klar, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis die sowjetischen Angriffsarmeen losschlagen würden. Die riesigen sowjetischen Truppenansammlungen wären ohne jede Frage zunächst massiv in den ostdeutschen Raum eingefallen und hätten das zu dieser Zeit im Westen gegen England noch kriegsführende Deutsche Reich in erhebliche Schwierigkeiten bringen können. Die Verbündeten im Osten, Ungarn, die Slowakei, Bulgarien und das ölfördernde Rumänien, wären mit Sicherheit von den sowjetischen Massen überschwemmt worden und hätten Deutschland von der kriegswichtigen Versorgung mit Rohöl fürs Erste abgeschnitten. Angesichts der noch ungeklärten Lage mit England wäre dies eine untragbare und äußerst gefährliche Situation gewesen. Der deutschen Führung blieb somit kein anderer Ausweg, als sich für einen Präventivschlag zu entscheiden. Wenn man irgendetwas erreichen wollte, dann musste man den sich an der Ostgrenze des Reiches auftürmenden sowjetischen Massen um jeden Preis zuvorkommen. Und genau dies geschah an jenem 22. Juni 1941, als die deutsche Wehrmacht in einem Überraschungsschlag auf breiter Front losschlug, überall die sowjetischen Reihen blitzschnell durchbrach, hinten zumachte und die jeweils isolierten sowjetischen Einheiten in riesigen Kesselschlachten vernichtete.
Nachdem die deutschen Truppen die sowjetischen Angriffsstellungen überrannt hatten und binnen weniger Wochen Millionen russischer Kriegsgefangene in gewaltigen Kesselschlachten einbrachten, drangen die deutschen Panzerverbände weiter Richtung Moskau vor. So wurden den Sowjets ihre eigenen Angriffsabsichten zum Verhängnis. Wenn sie nicht ihr gesamtes Kriegspotenzial an vorderster Front aufgestellt hätten, wären solche Kesselschlachten unmöglich gewesen. Ein Verteidiger ohne Angriffsabsicht steht nämlich gestaffelt über sein Land verteilt mit seinen Truppen. Dem kann daher so etwas gar nicht passieren. In der Summe ergab sich eine wesentlich effektivere Ausnutzung der technischen und taktischen Parameter der vorhandenen Panzertechnik als bei den Sowjettruppen. Die Leistung der deutschen Panzertruppe zu Beginn des Ostfeldzuges hinreichend würdigen zu können, muss man nur den Marschall der Sowjetunion Schukow zitieren. Was heißt Überraschung, wenn wir von Handlungen derartiger Ausmaße reden? Das plötzliche Überschreiten der Grenze war an und für sich keineswegs entscheidend. Die Hauptgefahr entstand darin, dass wir auf die ungeheure Schlagkraft der deutschen Armee nicht gefasst waren. Für Stalin war die große Überraschung des beginnenden Feldzuges neben der gewaltigen Schlagkraft der deutschen Armee vor allem die Tatsache, dass die Deutschen seinen Plänen mit ihrem Präventivschlag zuvorgekommen waren. Für die deutsche Seite bestand die große Überraschung des Feldzuges im Auftauchen des mittleren sowjetischen Kampfpanzers T-34 und des schweren Panzers KW. Sie verkörperten, was den T-34 angeht, eine neue Qualität in der Kombination von Beweglichkeit, Feuerkraft und Panzerschutz. Dieser T-34 war das Resultat sowjetischer Erfahrungen aus dem Spanischen Bürgerkrieg und die logische technische Weiterentwicklung erkannter Mängel bei dem Panzerkampfwagen. Für die Entwicklung dieser neuen sowjetischen Panzergeneration waren folgende Kriterien bestimmend: wirksamer Panzerschutz gegen den Beschuss aus 3,7 cm Panzerabwehrgeschützen auf jede Distanz. Erhöhung der Feuerkraft, um die gegnerische Panzerabwehr und feindliche Panzer auf große Entfernung außer Gefecht setzen zu können. Trotz der zu erwartenden Gewichtserhöhung sollte die große taktische und operative Beweglichkeit erhalten bleiben bzw. verbessert werden. Für das deutsche Feldheer bedeutete dies, dass mit den 3,7 cm Packgeschützen T-34 praktisch nicht mehr zu knacken waren und somit als panzerbrechende Abwehrwaffen auf dem Gefechtsfeld mehr oder weniger ausfielen. Schwerste, schwere und mittlere Feindpanzer wurden in der Mehrzahl durch 10 cm Kanonen zerstört. Das ganze Ausmaß des Dilemmas komplettierte sich schließlich mit der Tatsache, dass kein deutscher Panzerkampfwagen über eine 8,8 cm oder 10 cm Kanone verfügte und somit eigentlich als direkter Gegner eines T-34 oder KW-Panzers ausschied. Dass also die deutsche Panzerwaffe eine neue Generation von mittleren und schweren Panzerkampfwagen benötigte, war klar. Dass selbst ein ungefährer schneller Nachbau des T-34 die Probleme nicht wirklich hätte lösen können, war auch klar. Es mussten völlig neue, dem Gegner in jeder Hinsicht weit überlegene Fahrzeuge entwickelt werden, die alle bisherigen Panzermodelle zur Bedeutungslosigkeit degradierten. Dies gelang den deutschen Konstrukteuren mit einer mehr als beachtlichen Leistung mitten im Krieg, im wahrsten Sinne des Wortes mit einem Donnerschlag. Im August 1942 kamen die ersten 8 zur Auslieferung und verbreiteten mit ihren erstmaligen Erscheinungen blankes Entsetzen beim Gegner. Nun, wenn auch nur mit 8 Exemplaren, war er da. Der Tiger. Und als ob der Horror für den Gegner kein Ende nehmen sollte, erschienen nur wenige Monate später, im Januar 1943, die ersten beiden Exemplare einer weiteren genialen Schöpfung des deutschen Panzerbaus an der Ostfront. Der Panzerkampfwagen 5, der Panther, war die ideale Ergänzung zum Panzerkampfwagen 6, Tiger. Die 76,2 mm Kampfwagenkanone des T-34 konnte die Frontpanzerung der Tiger und Panther nicht mehr durchschlagen. Gleiches galt übrigens auch für alle amerikanischen und englischen Panzer.
Die überlegene Durchschlagskraft der neuen 8,8 cm Tiger und 7,5 cm Panther Kampfwagenkanonen ermöglichten nun auch eine erfolgreiche Bekämpfung gegnerischer Panzer, auch auf große Entfernung. Während des Afrika-Feldzuges beispielsweise wurden von Tiger auf eine Entfernung von mehr als 2 Kilometer amerikanische Sherman-Panzer abgeschossen. Das Kriegsjahr 1943 begann mit einer Neuorientierung bei der Panzerwaffe. Unter der Bezeichnung Panzertruppe wurden fortan auch die Panzergrenadiere, motorisierte Infanterie, Panzeraufklärungstruppen, Panzerjägertruppen und die schweren Sturmgeschützeinheiten zusammengefasst. Guderian umriss die Aufgaben für das kommende Jahr wie folgt. Eine gewisse Anzahl von Panzerdivisionen sollte für Angriffe mit begrenztem Ziel voll kampfkräftig zur Verfügung stehen. Für 1944, wenn die Auffrischung der Verbände mit den neuen Panzergenerationen abgeschlossen war, waren wieder Angriffe im großen Stil vorgesehen. Für das Jahr 1943 jedoch bildete weiterhin der Panzerkampfwagen 4 die Hauptstoßkraft der Panzerverbände, da Tiger und Panther noch lange nicht in ausreichenden Stückzahlen zur Verfügung standen. 4. Juli 1943. Unternehmen Zitadelle. Die Angriffsdivisionen beziehen ihre Bereitstellungsräume um den Kursker Bogen. Am Morgen des 5. Juli beginnt der deutsche Angriff. Nördlich und südlich von Kursk entbrennen zwei Schlachten, an denen von deutscher Seite 17 Panzerdivisionen, 2 Panzergrenadierdivisionen und 9 Sturmgeschützabteilungen beteiligt sind. Neben 10.000 Geschützen und Granatwerfern gehören 2.700 Panzer und Sturmgeschütze dazu. Die Rote Armee war auf dem Schlachtfeld in allen Positionen zahlenmäßig überlegen. Sie konnte allein 3.300 Panzer und Selbstfahrlafetten zum Einsatz bringen. Zur deutschen Angriffsgruppierung zählten nur 200 Panther, 129 Tiger und 90 schwere Panzerjäger Ferdinand. Auf einem etwa 6 Kilometer breiten Geländeabschnitt kam es zur größten Panzerbegegnungsschlacht, an der auch Hunderte von Geschützen und alle verfügbaren Werfer teilnahmen. Der deutsche Angriff gelangte nach schweren Kämpfen bis zum Abend des 12. Juli an das Nordufer des Psjol, wo er endgültig zum Stehen kam. Die Panzerverbände waren ausgeblutet, Reserven kaum noch verfügbar. Am nächsten Tag wurde die Offensive von deutscher Seite abgebrochen. Insgesamt hatte die erfolglose Juli-Schlacht den Verlust von etwa 1500 Panzern und Sturmgeschützen verursacht. Mehr als 50% des Personalbestandes waren bei diesen Kämpfen verloren gegangen. Der Generalinspekteur der Panzertruppen, Guderian, fasst die Lage in einer Denkschrift am 17. Oktober 1943 zusammen. Die Kriegsführung der nächsten Zukunft wird großräumige deutsche Angriffsoperationen zunächst nicht mehr erlauben. Die Entscheidung im Panzerkrieg war damit gefallen. Deutschland hatte ihn in den Fertigungshallen für die Panzerwaffe schon verloren. Was blieb, war Flickwerk in allen Bereichen und eine verbliebene, immer mehr schrumpfende Panzerwaffe, die sich nur noch auf örtlich begrenzte Abwehrkämpfe einlassen konnte. Die operative Freiheit, die wichtigste Grundlage einer erfolgreichen Kriegsführung, war verloren gegangen. Deutschland war durch die materielle Überlegenheit seiner Gegner in eine strategische Verteidigung gedrängt worden, aus deren Umklammerung es sich nur durch eine große Anzahl von Panzerkampfwagen der Typen Tiger oder Panther hätte befreien können. Diese Fahrzeuge standen aber in nicht einmal annähernd genügender Zahl zur Verfügung. Was half es da, wenn die wenigen eingesetzten Tiger und Panther über alle Maßen erfolgreich waren, aber am Ende doch den großen Zahlen der Gegner unterlagen? Die deutsche Panzerwaffe stand im Jahre 1945 an allen Fronten im Endeinsatz, bei dem es mehr oder weniger stets darum ging, eingeschlossene Verbände freizuschlagen oder ihnen den Weg nach Westen zu bahnen. Nach dem Scheitern der Ardennenoffensive waren die letzten Kräfte im Westen verausgabt.
Was übrig geblieben war, reichte zu keiner wirksamen Abwehr mehr. Geordnete Frontverläufe gab es längst nicht mehr. Wie Oasen in der Wüste standen an einzelnen Stellen noch intakte Panzerverbände auf verlorenen Posten und erwehrten sich so gut es eben ging ihrer Haut. In vielen Fällen wussten die Soldaten, dass es, wenn der Sprit in ihren Panzern zu Ende war, kein Weiterkommen mehr gab und das Fahrzeug entweder stehen gelassen oder gesprengt werden musste. Am 21. April 1945 erfolgte der letzte deutsche Panzerangriff des Krieges in Mitteldeutschland. Die Stadt Bautzen wurde noch einmal den Sowjets entrissen und wieder freigekämpft. Es waren 34 deutsche Panzerdivisionen des Heeres und der Waffen-SS, die am Schluss des Krieges im Westen, Süden und Osten die Waffen strecken mussten. Die Angehörigen dieser Verbände gerieten überwiegend in sowjetische Gefangenschaft. Der Zweite Weltkrieg war zu Ende. Die deutsche Panzerwaffe hatte vom ersten bis zum letzten Tag im Einsatz gestanden. Dass sich so viele Soldaten bis zum letzten Augenblick an ihren Fahneneid gebunden sahen und daraus resultierend ihre Pflicht gegenüber ihrem Land taten, ist geschichtlich einmalig und ein unzerstörbares Monument für Anstand, Disziplin und Treue gegenüber dem beschworenen Worte. Sie alle hassten wohl den Krieg, wollten nur Frieden und liebten bestimmt das Leben.